Und damit herzlich willkommen zurück bei Little Nightmares. Tja, der Grund, wieso wir hier zurück sind, einige werden es vielleicht schon erfahren haben. Es gab einen DLC, den ich mir sofort heruntergeladen habe. Und jetzt die Frage, wo ist der verfügbar? Neues Spiel? Nein, warte kurz. Kapitelauswahl? Wo kann ich den denn abrufen? Das wäre noch gut zu wissen. Da wäre gut so ein Inhalte zum Herunterladen Auswahldingens. Das wäre nicht schlecht gewesen. Und bezüglich des DLCs weiß ich nur, wir werden nicht mehr Six spielen. Ich weiß aber nicht... Ah, warte, ich habe was gesehen. Das hier. Wir werden nicht mehr Six spielen, da sieht man es. Zoomen. Geborgenes Treibgut 0 von 5. Was auch immer das ist. Ja, Leute, dann würde ich sagen, legen wir mal mit dem DLC los. Ja, von mir aus ist nicht schlimm. Ich frage mich auch, wie lange der DLC gehen wird, weil das Spiel ist ja, wie ich bewiesen habe, unter einer Stunde schaffbar. Und DLCs sind meistens kürzer. Da schätze ich, der wird in einer halben Stunde circa schaffbar sein. Ist aber nur eine Vermutung. Und was mich auch interessiert, wird er jetzt als Vorgeschichte zum Hauptspiel oder parallel oder danach spielen? Danach glaube ich nicht. Danach. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht danach. Parallel schätze ich fast. So, weil die Six, die ist ja am Schluss zur wahnsinnigen Massenmörderin geworden. Hat aber auch ein bisschen Grund dazu. Aber nur ein bisschen. So, und jetzt bin ich gespannt. Da geht es schon los. Und ich eine Puppe. Hey, die können wir sogar greifen. Cool. Und werfen. Zeig mal. Ich will dich mal ins Licht nehmen. Hinters Licht führen. Nein, nur ins Licht nehmen. Autsch. Das ist irgend so ein komisch, keine Ahnung. Sieht man nicht mal. Aber bleib du hier. Aber ich... Nein! Ach nö, nicht schon wieder der Typ mit den langen Armen. Ich weiß übrigens, wo wir sind. Aber bei diesen Betten sind wir auch mal mit Six durchgelaufen. Das weiß ich noch. Und es ist scheiß dunkel. Haben wir noch das... Nein... Als dieser Junge, keine Ahnung wie er heißt, haben wir kein Feuerzeug. Bevor ich da entlang gehe, schaue ich mich noch in diesem Raum ein bisschen um. Habe ich gerade Schritte gehört? Ich spüre auf jeden Fall meinen Herzschlag, der Controller vibriert ein bisschen. Und irgendetwas höre ich im Hintergrund, so wie ein Baby. Hört sich das an. So, was ist denn hier hinten? Nein! Nein! Ich sehe doch nichts! Bist du wahnsinnig? Das soll doch nicht jetzt kommen, wo ich dich sehe! Also ich bin hier im Blindflug. Okay, da scheint nichts zu sein. Boah, hat der Typ nicht gerade die Tür aufgemacht? Boah, ich will dem nicht mehr begegnen. Lieber die Köche, die sind mir auf irgendeine Art und Weise sympathischer als der Typ. Das ist super, der Pfosten ist perfekt platziert. Ja.
weiß ich nicht, was unter dem Bett da hinten ist. Und ich komme nicht mehr vor. Jetzt. Hat mir mal jemand Licht? Ein paar Streichhölzer? Ein Zippo? Bitte? Und wie laut die Schritte sind, das ist unglaublich. Wir sind im Gefängnis, genau. Wir sind wieder im ersten Level vom Hauptspiel. Das da hinten, ist das Schiff? Also dieses Gebilde, in dem wir drin sind, das kann es nicht sein. Dann muss es das Schiff sein, wo die Gäste ankommen. Ist eigentlich die einzige Möglichkeit. Kann ich mir das anschauen? Was steht da? Keine Ahnung. Ich erkenne nicht mal, was da drauf ist. Ist hinter dem Bett etwas? Da komme ich nicht nach hinten. Gut. Das ist eine eklige Wurst, sag ich mal. Alter, geh weg. Bleib da unten, in deiner... Warte, ich muss wieder umschauen, bleib da, Hilfe! Alter, das Vieh ist so eklig! Laufen wir als Six gerade da unten durch? Ist es deswegen angegangen, das Auge? Hat es deswegen angesprungen? Das wäre so cool. Ich glaube, wir spielen tatsächlich parallel. Da kommen wir nicht hoch. Ich weiß auch die Steuerung nicht mehr. Können wir uns irgendwie... Ja, so ist ducken, genau. Mit irgendeiner Taste können wir noch Dinge greifen. So, vorsichtig jetzt. Und hier hinten war im Hauptspiel doch so ein Geheimgang. Meine Nase kitzelt sich wieder. Alter. Boah, ich hasse das. Na gut, wir müssen wohl und übel am Auge vorbei. Na toll. Da hinten steht jemand. Da hinten war jemand mit der Taschenlampe. Alter, wer hat das ins Sand verwandelt, meine Deckung? Wie komme ich da vorbei? Na gut, ich riskiere es mal. Ich weiß, dass ich das schaffen werde. Hallo, Auge. Ja. Was müssen wir da machen? Da war jemand mit einer Taschenlampe. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ob sie richtig ist, stellt sich jetzt gleich heraus. Das war nicht die Idee. Nein, glaub mir das. Nein. Negativ. Och Mann. Ich will meine Idee ausprobieren. Nein, meine Idee ist, der Typ da mit der Taschenlampe, der war da ganz hinten im Raum, ob ich auch da entlang kann und so dem Auge ausweichen kann. So, jetzt nicht wieder bitte auf die Fresse legen. So ist gut, danke. Weil seht ihr, da kann man doch gut nach hinten laufen. Wie renne ich schon wieder? So nicht. Bleib da! Einfach cool, dass das funktioniert hat. Hätte das auch im Hauptspiel funktioniert? Noch mal kurz warten zur Sicherheit. So. Hey, Taschenlampe, Mann! Junge, Kind, keine Ahnung. Bleib. Und wir laufen gerade die Story rückwärts.
So, nehmen wir mal mit. Wie kann man schon wieder werfen? Genau, mit da. So. Och nö, nicht hier schon wieder. Was ist das? Entschuldigung, meine Stimme. Gerade wieder ein bisschen eingerostet und heilige Scheiße, was war das? Ach so, die Lokomotive. Man muss hier den ganzen DLC so dunkel sein, das finde ich aber nicht schön. Aber nein, komm mir gerade gelegen. Das kommt mir doch gerade gelegen. Fertig. So, noch kurz abwischen. So. So, finde ich gut, dass man mal die Möglichkeit in einem Spiel hat, das zu machen. So, man weiß ja nie, wann man es noch gebrauchen kann. Jetzt weiß ich, wann es spielt. Jetzt weiß ich, wann es spielt. Es spielt vor dem Hauptspiel. Weil dieser Junge... Oh, tschüss, Toilettenrolle. Dieser Junge... Der hat gerade so ein Lumpenseil hinuntergeworfen. Und das sind wir im Hauptspiel hochgeklettert. Das war schon da. Und deswegen... Ja. Oh nein! Deswegen lege ich mich mal voll auf die Fresse. Nein, eben deswegen ist klar, es ist vor dem Hauptspiel. Und jetzt muss ich gerade überlegen, wo sind wir als Six gestartet? Genau in so einem dunklen, keine Ahnung was, Raum unten irgendwo, in so einem Koffer oder etwas ähnlichem. Mal schauen, ob wir bis da durchkommen. Und sie dann noch schlafend vorfinden, da. Und du könntest ruhig auf mich warten da oben. So. Und ich weiß nicht, ob das sich jetzt nur über ein Kapitel erstreckt, der DLC, oder auch über mehrere. Bleib. Weil wenn wir hier weiter zurückgehen, kann es entweder nur das Kapitel sein, oder es muss etwas Neues sein, was halt in der anderen Richtung liegt. In der Richtung, aus der wir hergekommen sind. So. Und ich weiß auch noch nicht, wie der Typ heißt, den wir spielen. Wie heißt du? Sag mal, Junge. Da geht's runter. Da geht's nicht weiter, aber Moment. Nicht? Im Hauptspiel kam da ein Wicht raus. Ich dachte, da kommt jetzt Treibgut raus. Allgemein, hä? Treibgut? Habt ihr schon wo Treibgut gesehen? Ich nicht. Ich weiß nicht, wie Treibgut aussieht. Das kann jegliche Form haben. Jetzt weiß ich, wie Treibgut aussieht. Das ist Treibgut, das treibt. Okay, wir sind vom Hauptpfad abgekommen, Leute. Und scheiße, es ist gerade laut, einen Moment. So, ein bisschen leise hier. Hört sich fast so an, als würde jemand das Wasser in meine Ohren füllen. Ist nicht so cool. So. Du siehst so verdächtig braun aus, Kiste. Kann man die nicht greifen? Ah, eben hier. Dachte ich's mir doch. Aber bitte ein bisschen schneller. Wir wollen heute noch ans Ende kommen. So. Ich hoffe, das reicht. Noch ein bisschen drehen. Ja, komm, das geht. Ja. Und hab's. Ah, Mann. Greif doch.
Jetzt greifst du klar. So, hat jemand hier Treibgut gesehen? Treibgut? Treibgut? Hier hinten? Treibgut? Kann ich hier anklopfen? Entschuldigung, haben Sie Treibgut gesehen? Hier hinten? Nö. Okay, wir rennen hier schon wieder. Das nicht. Ist das Rennen? Können wir überhaupt rennen? Ich weiß es nicht mehr. Endlich! Das brauchen wir. Sehr gut. Das ist quasi klebrig, die Taschenlampe. Mach mal an. Ja, genau. Sehr schön. Wie machen wir das mit dem Joystick? Auf Joystick drücken. Boah. Was ist das? Lumpen? Also das macht es noch ein bisschen unheimlicher hier mit der Taschenlampe als mit dem Feuerzeug. Hier sind Fußspuren. Igitt, geh weg. Ich will dich kuscheln. Mit so einer ekligen Kackwurst. Entschuldigung, aber so sieht's aus. Jedenfalls solltest du zum Arzt gehen, wenn deine so aussieht. Oh, dann ist sie schneller geworden. Alter, nicht bucken. Laufen. Nein. Alter. Jetzt ohne Scheiß, Mann, haben wir denn keine Sprinttaste-Steuerung? Springen, werfen, durch und rennen. X mit X. Okay, das wusste ich nicht mehr. Ich dachte mit einem der Schalter hinten. Mit X rennen wir es so. Ist hier sicher noch von Nützen. Wenn so eine Speedy Gonzales Kackwurst angescheiße kommt. So. Ja, das ist doch schon viel besser. Und genau, durchrutschen. Oh, geh weg. Und springen. Und. Wow! Ich geh. Nein! Alter, wie gemein! Direkt von vorne. Boah! Wäh! Ich werde begraben. Ich geh. Boah! Das erste Mal, dass etwas Herausforderndes kommt in diesem DLC. Finde ich gut. Finde ich doch super. Ah, und tschüss. Wie geht. Ah, und jetzt kommt so ein Scheiße von vorne. Du geh weg, da ich muss da nach oben. Sehr gut. Wie springen wir schon wieder? So. Und, oh nein, ich weiß, wer das ist. Ich weiß, wer das ist. So. Das ist der andere mit den langen Armen. Was für Zeit ist es? Kann ich nicht lesen. Och nö, nicht schwimmen. Da kommt doch irgend so ein Wasservieh. Ich weiß es genau. Da kommt eins. Was ist das? Okay, da ist nichts drin. Was ist das? Uah! Kein Treibgut. Na gut. Ich wette, da kommt doch irgend so ein Vieh im Wasser. So ähnlich wie das in Inside, für die, die dieses Spiel kennen, kommt auch so ein Unterwasservieh. Und ich erwarte etwas Ähnliches hier. Ja, schmeiß weg. Okay. Zu viel Kraft. Ich hasse Puppen.
Was ist das? Das ist doch so ein, wie nennt man den, Tumblr-Trockner? Irgend so etwas. Der wird hier als Mülleimer verwendet. Nein, nein. Nein, 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 negativ, negativ, nein, 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 nein. Geh raus, geh raus, geh raus, geh raus, geh raus, geh raus. Alter, wie nah das gerade war. Ich wusste, da ist ein Wasservieh irgendwo. Und es ist schlimmer als das von Inside, weil ich nicht weiß, wie es aussieht. Und wenn man nicht weiß, wie etwas aussieht, dann ist das am schlimmsten. Dann regt das sehr die Vorstellungskraft an. Das ist nicht gut. Nicht in meinem Fall. Ich habe Angst. Nein, ich will nicht wieder ins Wasser. Einfach nicht ins Wasser. Ich muss ins Wasser. Scheiße. Da komme ich nicht rüber, oder? Ich will nicht. Oh Gott sei Dank. Kein Wasser. Aber ich glaube, das wird sich ändern. Ich habe das Gefühl, das wird sich ändern. Euch geht's gut da? Ich will jetzt nicht da ranspringen und das hinaus kratzen. Genau wegen dem. Also, ja. Was macht man gegen diese Verstopfung da? Ich versuche mal eine Dose reinzuwerfen, das könnte funktionieren. Können wir mal versuchen.